Moin, moin und herzlich willkommen in dieser Bauchjoch-Sendung. Heute mit Wegsäuberungsarbeiten. Ja. Und dabei kann ich mal so ein kleines bisschen erzählen, wie es mir gerade so geht. Mir geht es auf jeden Fall gerade schon mal einfach sehr viel. Ich habe jetzt eine Woche quasi hinter mir. Gestern fing der Wochenturnus wieder von vorne an. Mittwoch war gestern Abend mit dem Sensei dann in Glückstadt spazieren. Und ich bin jetzt, wo bin ich überall schon gewesen in der Woche? Also ich komme gut rum, ich lerne viele Leute kennen. Das tut mir tatsächlich nach dieser ganzen Isolation echt gut. Zumal das halt auch einfach so, ja, sagen wir mal, flüchtige Begegnungen erstmal sind. Das sind halt aber vor allen Dingen Leute, mit denen ich gerade einfach interessante Gespräche führen kann. So, ich finde das halt eben auch schön, dass in dieser Szene, also ich habe keine Ahnung, ich habe am Sonntag habe ich es mitbekommen, das fand ich halt auch entsprechend daneben irgendwie. Da waren wir in wo waren wir da? In Rendsburg. Ja, genau, in Rendsburg. Auch erstmal spazieren. Wer mein Instagram und Facebook Account im Auge behält, hat gesehen, dass ich da diese 750 Meter lange Sitzbank gepostet hatte. Das war erstmal vom Spazierengehen. Und dann gab es aber halt eben in Rendsburg auch am Sonntag noch eine Demo. Angemeldet war die mit 500 Leuten und es waren vielleicht 40 da. Also es ist 45 gewesen sein. Aber das war dann halt auch wieder absolut überhaupt gar nicht mein Ding. Da lief dann wieder jemand mit einer Flüstertüte rum und machte Lärm und jemand trommelte auf einer Trommel rum und das ist mir einfach zu aufdringlich, zu invasiv irgendwie. Und da hatte ich auch so ein kleines bisschen den Eindruck, da wurden tatsächlich Vorbeigehende angepöbelt, die vielleicht komisch geguckt haben, aber definitiv nicht zuerst gepöbelt haben oder so. Und sowas finde ich halt eben überhaupt gar nicht besonders toll. Und dann fand ich es halt cooler, so bei den Spaziergängen einfach mit Leuten zu quatschen, die gerade auch, und man redet da über Gott und die Welt. Gestern habe ich mit jemandem gesprochen, mit einem Künstler namens Henning Güte mit TH, der halt eben Segler ist, aber nicht Bootsegler, also der fliegt halt. Ne? Und hat mir halt sehr interessante Sachen über Segelfliegen erzählt. Und das war auch einfach sehr interessant. Und dann ist das eine halbe Stunde Gespräch und danach verabschiedet man sich irgendwie und mit einem guten Gefühl einfach so, ne? Und hier ist halt eben sonntags auch immer so, wie soll man es nennen, Treffen. Hier kommen halt eben, der Sensei backt dann immer zwei Kuchen. Also zumindest hatte man letzten Sonntag zwei Kuchen gebacken. Ich weiß nicht, ob das immer zwei sind. Aber lecker. Also eigentlich keine Kuchen, sondern Torten. Torte. Lecker.
Und dann gibt es Kaffee dazu. Und dann sitzt man halt hier im Nebenraum auf dem Sofa und auf den Stühlen in einer geselligen Runde und quatscht einfach so über alles Mögliche. Da geht es dann natürlich doch eher so auch um politische Themen, was man da so machen kann. Es war aber auch sehr interessant, weil ich da einfach auch nochmal darauf hinweisen konnte, dass wir niemals, niemals, auch wenn wir noch so tun, die ganze Zeit Opfer äußerer Umstände sind, sondern immer Opfer innerer Einstellungen. Und ich kann hier jetzt auch gerade einfach nochmal kurz darüber ein bisschen laut nachdenken, was das für einen großen Unterschied macht, wenn man in der Perspektive. Das Ding ist halt, na, wenn man die ganze Zeit die Verantwortung auf andere überträgt, dann macht man sich dadurch tatsächlich ohnmächtig. Dann wird man machtlos. Wenn man die ganze Zeit sagt, ja, die und die Leute sind schuld daran, dass es mir oder uns so schlecht geht, dann ist man ohnmächtig in dem Moment und fühlt sich dann auch entsprechend so. Und wenn man alle 4 Jahre Autoritäten an der Urne wählen geht, dann ist das auch Abgeben von Verantwortung. Und deswegen ist Eigenverantwortung so extrem wichtig, weil wir, wenn wir in der Eigenverantwortung stehen, hallo, habe ich mich gerade im Gesicht erkannt. Jetzt habe ich mich total aus dem Konzept gebracht. Ja, also ne, wenn man da die Eigenverantwortung halt abgibt, dann gibt man die Macht auch über sich selber ab. Und das ist halt so tragisch, weil das ist so ein Teufelskreis, in dem man sich dann befindet, weil man kommt da ja dann so auch nicht raus, ne? Und man muss dann irgendwann anfangen, einfach, ich fand das so schön, die Virginia hat vor ein paar Tagen ein neues Instagram-Profil aufgemacht und hat in einem Post, da war so ein Bild, da stand, ich nehme jetzt mein Leben selbst in die Hand. Ja, das ist genau das, was halt tatsächlich vielen Leuten immer sehr gut tun würde. Wenn man nämlich das Leben selbst in die Hand nimmt, dann findet man auch die Fehler im Bild eher bei sich selber und damit halt eben auch die Möglichkeit, daran was zu ändern. Ja, und wo wir von Fehlern im Bild sprechen, ich weiß nicht, ob ihr es schon wusstet, aber dadurch, dass ich halt eben im Wohnmobil sehr lange Jahre gelebt habe, habe ich mir halt irgendwie auch angewöhnt, wenn ich dann irgendwo mich hingestellt habe auf irgendeinem Parkplatz und da lag halt dann Müll rum, dass ich dann erstmal kurz ein bisschen da Müll aufgesammelt habe und das. Ich habe es halt einfach gern schön da, wo ich bin. Das ist keine Ahnung, andere Leute scheinen das anders zu haben. Aber ich bin einfach einer, ne, ich habe es halt einfach gerne schön um mich rum. Und wenn ich dann so Fehler im Bild sehe, wie irgendwelchen Müll auf dem Boden, dann gehe ich auch einfach, bevor ich da groß anfange, drüber nachzudenken oder erst zu quatschen, bin ich schon unterwegs, sammle das auf und schmeiße das in die Mülltonne. Ne, und das mache ich für mich. Das mache ich nicht, weil ich anderen zeigen will, wie toll ich bin oder wie scheiße sie sind oder sonst irgendwas. Aber was mich da halt eben, warum ich das gerade auch so ein bisschen erwähne, es ist halt was mir beim Spaziergang in Itzehoe aufgefallen ist. Lag halt doch ziemlich viel Müll auch auf der Straße, ne? Und ich habe dann halt eben angefangen, das auch alles so aufzusammeln, was mir so auf dem Weg entgegen lag. Und habe es dann halt weggeschmissen, während ich einen Rollstuhlfahrer geschoben habe, den Hendrik. Nee, Hendrik war der andere. Henning. Na, auch Henning? Nein. Eckart. Genau, den Eckart. Und irgendwann
hatte ich dann halt gerade was weggeschmissen, und also weil mal zufällig eine Mülltonne da war, da muss ich halt eben auch sagen, also zum einen muss ich sagen, dass da halt eben auch echt wenige Mülltonnen stehen in Itzehoe. Und zum anderen muss ich sagen, ist das für mich auch nicht wirklich eine Ausrede dafür, seinen Müll einfach auf die Straße zu schmeißen. Also, keine Ahnung, ich verstehe da halt andere Leute nicht, die das so machen, aber ich muss ja auch nicht immer alles verstehen. Was ich dann aber schon irgendwie befremdlich fand, das war halt eben eine Reaktion von Leuten, die hinter mir hergingen, das dann halt auch gesehen haben, dass ich Müll aufgesammelt habe. Und dann einer meinte, er müsse mich dafür da aber jetzt auch mal loben. Jetzt finde ich das ja sehr lobenswert, wenn jemand lobt. Und ne, also ihr kennt meine Einstellung, also habe das in 2020 schon beschrieben, dass das einfach kein sehr schönes Leben ist, in dem man es gewohnt ist, zu 90% getadelt zu werden, wenn man irgendwas falsch gemacht hat, wenn man was gut oder richtig gemacht hat, eben gerade mal 10% gelobt wird. So, ne? Und weil ich habe es nicht gesagt, weil ich da jetzt auch nicht irgendwas vom Zaun brechen wollte, aber ich habe mir echt gedacht, Alter, weißt du, was viel geiler wäre, als dass du mich lobst, wäre ein bisschen helfen. Da lag noch genug Zeug rum, was ich jetzt so rollstuhlschiebend nicht unbedingt auch noch aufsammeln konnte. Ich habe dann nicht große Seitenschritte gemacht. Also ich habe im Prinzip den Rollstuhl schon ein bisschen nach rechts und links geschoben, aber es waren halt auch wirklich so Sachen dann abseits des Weges, wo ich 3-4 Schritte hätte gehen müssen, um das dann aufzusammeln. Aber da kommt dann keiner auf die Idee, da einfach mal mitzumachen. Die loben mich dann dafür, dass ich es tue. Und da denke ich mir, wofür geht ihr hier spazieren? Bloß damit wir keine Impfpflicht haben oder damit wir eine bessere Welt doch irgendwie. Und aber ich sag, das ist halt eben so, dass wo Leute auch irgendwie ohnmächtig sind, weil sie gehen dann halt spazieren und auch demonstrieren und auch Leute anbrüllen und anpöbeln, die anders denken als sie. Aber das macht die Welt nicht schöner. Das ist so wieder das, wo ich mir denke, so, ich habe gar nichts von Demonstrationen gegen irgendwas, aber Demonstrationen für irgendwas finde ich dann halt genauso bescheuert, wenn das dann halt eben ne, tatsächlich, also wenn es eine Demonstration oder letztendlich sind ja diese Spaziergänge eine Abwandlung von Demonstrationen. Es geht ja schon irgendwo darum, dass man bemerkt wird auch. Man geht auf die Straße, um für etwas einzustehen und ein Zeichen zu setzen. Und das ist halt nicht gegen die Impfpflicht, sondern für die Impffreiheit, was letztendlich dann auch ja, Augenwischerei ist, wenn man dann halt vor anderen Sachen einfach die Augen verschließt. Zum Beispiel, dass andere Menschen einfach anders denken und man die deswegen nicht unbedingt anpöbeln muss. Oder halt eben dass da Müll rumliegt, den man auch einfach auf dem Weg, wenn man schon da unterwegs ist, mit aufsammeln kann. Also es ist für mich einfach nicht ganzheitlich gedacht, wenn das so betrieben und gehandhabt wird. Versteht ihr, was ich meine? Ich schätze schon. Ja, und keine Ahnung, es sind so Sachen, die mir dann halt so durch den Kopf gegangen sind. Ansonsten hat mir das ehrlich gesagt sehr viel Spaß gemacht jetzt so in der letzten Woche. Viel Bewegung auf jeden Fall zu haben, das hat mir, glaube ich, sehr gut getan, auch wenn ich wirklich so die letzten 2-3 Tage richtig heftig mit Muskelkater zu tun hatte. Das legt sich jetzt allerdings tatsächlich auch gerade. Heute geht es mir schon wieder um einiges besser, was das angeht. Aber ich habe mich dann auch nicht da groß von abhalten lassen, einfach das so weiter dann zu machen. So, ne? Und ihr seht mich jetzt hier gerade da diesen Weg machen. Und es gibt halt eben auch etliche Arbeiten, die ich hier gemacht habe, die ich nicht gefilmt habe.
Und das macht mir auch Spaß. Ich habe noch einen Film, der kommt jetzt als nächstes, ist das dran. Da habe ich unter zwei Gehwegplatten auf der Terrasse Bambuswurzeln weggemacht. Da dürft ihr euch auch drauf freuen. Das ist echt krass, was ich da rausgeholt habe. Und ich am Ende echt überhaupt gar keinen Boden nachfüllen musste oder Sand, um die wieder zu leveln. Also das war echt total krass. Das war so wahnsinnig viel Wurzelwerk. Richtig viel. Und es hatte irgendwie den Anschein, als hätte ich, also vom Bodennivell, vom Bodenlevel, als hätte ich da gar nichts rausgeholt. Als wäre da gar nichts subtrahiert worden. So, ich konnte einfach die Platten hinter wieder drauflegen. Und dann lagen die halt bündig, ne? Also das hatten, also da waren zwei Keimlinge, die ich am Abend vorher schon rausgeholt hatte. Das ist leider nicht im Video zu sehen. Das waren so, ja, ich weiß nicht, ob ihr Bambussprossen kennt. Die sind schon ziemlich dick. Dann auch, also die werden teilweise wirklich so locker 6, 7 Zentimeter im Durchmesser und sind dann so 20, 30 Zentimeter lang. Kann man essen. Haben wir gegessen gestern schon. Und ja, da habe ich dann auch noch ein Video zu gemacht. Das habe ich auch schon auf der Platte. Und ansonsten kehre ich hier einfach sehr gern und viel und fast täglich, weil jetzt gerade vor allen Dingen, wo es regnet, kommt halt immer wieder auch viel runter. Da ist es dann eigentlich täglich Grund gegeben, wieder von vorne anzufangen. Und ja, eben habe ich noch einen Stuhl repariert. Das habe ich auch nicht gefilmt. Also aber ich habe, also meine 2, 3 Stunden bekomme ich hier sehr leicht täglich voll mit sinnvoller Arbeit, die mir tatsächlich dann sogar auch noch Spaß macht. Also ich habe jetzt bis hier noch nicht, also ich habe mich immer noch nicht kaputt gearbeitet, aber der Sensei ist sehr zufrieden. Und ja, das ist die Hauptsache, ne? Dann sind wir alle glücklich und auf die Weise ist das halt eben diese Win-Win-Situation, von der ich immer sage, wenn wir sowas machen, Win-Win-Situationen schaffen. Jede Win-Win-Situation ermöglicht eigentlich etwas ohne Geld zu bewerkstelligen. Und ich bin ja auch immer noch dabei, Geld auch einfach möglichst reduziert zu nutzen. Und ich habe jetzt halt auch schon wieder seit 2 Wochen gar kein Geld. Also ich habe weder Bares noch habe ich was auf dem Konto. Und das hoffe ich, dass sich das dann demnächst auch mal wieder ändert, dass ich hier vielleicht ein bisschen Aufträge kriege, entweder Tattoos oder Massagen. Aber im Moment ist ja auf jeden Fall Kost und Logis und ja, Kost und Logis einfach safe. Und das ist nun mal einfach auch das, wo ich in meinem Leben gelernt habe, das ist das, was wir wirklich brauchen. Das ist das, was wichtig ist im Leben, dass man einen Platz zum Schlafen hat und genug zu essen und zu trinken, um am Kacken zu bleiben. Und das bekomme ich für die Arbeit, die ich hier mache, halt eben gestellt. Braucht er halt eben also kein Geld für zu verdienen, auch keins auszugeben. Und das ist schon mal ja, für mich einfach in dem Moment auch sehr praktisch. Weil das sind natürlich auch alles, das sind dann Sachen, wo man da auch eben nicht vom Staat wegen Steuern belangt wird oder so. Ne? Wenn man nichts verdient, dann kann und braucht man natürlich auch keine Steuern zu bezahlen. Was ich halt eben, wie gesagt, seit 2006 eh nicht mehr tue. Also ich zahle seit 2006 keine direkten Steuern mehr ans Finanzamt. Mit halt eben der Begründung, dass ich staatlich anerkannter Kriegsdienstverweigerer bin
und 13 Monate meinen Zivildienst geleistet habe. Und man mich deswegen halt auch einfach nicht zwingen kann, die Kriegskassen mit meinen Steuergeldern zu füllen. Und seitdem ist mein Standpunkt, liebes Finanzamt, irgendein Mitarbeiter vom Finanzamt, gebt mir bitte schriftlich, verbürgt euch bitte dafür, dass meine Gelder in sozialen Einrichtungen oder sozialen Projekten landen und nicht in der Rüstungsindustrie. Und dann habe ich bis jetzt immer die Antwort bekommen, ja, sorry, das können wir nicht schriftlich geben. Ich sage dann, gebt mir bitte wenigstens schriftlich, dass ihr mir das nicht schriftlich geben könnt. Und dann heißt es auch, nee, geht nicht. Ja, ich sage ja, dann kann ich leider keine Steuern an euch zahlen, weil dann geht ja das Risiko, dann ist das Risiko, dass ihr dann trotzdem damit jetzt aktuell zum Beispiel irgendwelche Waffenlieferungen in die Ukraine subventioniert. Und das ist für mich ein absolutes No-Go. Das ist für mich ein absolutes No-Go, weil es halt eben Krieg fördert und dass Menschen sich mit diesen Waffen töten gegenseitig. Und an sowas kann ich mich nicht beteiligen und mir danach noch im Spiegel in die Augen gucken. Und ich habe halt eben, es ist halt so ein aktuelles Ding, ich habe jetzt irgendwie mitbekommen, dass die Baerbock gesagt hat, wir müssen irgendwie aufpassen, dass die Kriegsmüdigkeit, wie hat die sich ausgedrückt, das war auf jeden Fall für mich echt so ein Ding, wo ich gesagt habe, wie kann man überhaupt so armselig sein, sowas überhaupt zu sagen. Wie kann man sich als Politiker offen hinstellen und Kriegsmüdigkeit aufkommende bedauern? Ich hoffe, ich rezitiere das hier gerade richtig. Wenn nicht, ist mir auch egal. Ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Also das ist Kriegstreiberei vom Allerfeinsten. Und ich habe dann halt auch gesagt bekommen, dass irgendjemand gesehen hat, dass die Frau Baerbock in einem Interview halt auch gefragt wurde, ob sie ihre Kinder denn auch in diesen Krieg schicken würde und sie sich dann da irgendwie rausgewunden hat, von wegen, wenn ihre Kinder da unbedingt hinwollen würden, dann würde sie das natürlich dann auch nicht sich in den Weg stellen, aber dann wohl mit einem Grinsen gesagt hat, dass sie ganz happy ist, dass da eben gerade keiner Interesse hat sich an. Und wenn ihr mich fragt, für solche Aussagen sollte man diese Frau an die Front schicken. Wenn die so eine Kriegslust hat, dann soll die bitte kämpfen gehen und am besten bewaffnet mit einem Brotmesser oder sowas. Oder einem Knüppel. Also das ist ja wohl das Allerletzte. Ich kann sowas dann halt eben einfach nicht verstehen, wie sowas dann tatsächlich in dieser Welt tatsächlich, also das ist halt der Grund, warum ich auch in dieser Welt, von dieser Welt möglichst wenig noch wissen will. Das ist halt auch ein Grund, warum ihr hier von mir keine täglichen Videos bekommt, weil ich auch nicht täglich was zu sagen habe, wie jetzt zum Beispiel ein Tim Kellner oder so, andere YouTube-Kanäle, die halt eben täglich neues Futter durch die Medien finden und dadurch aber halt eben auch einfach der Verbreitung dieser Themen halt eben dann doch auch einfach helfen. Ne, nichts gegen Tim Kellner persönlich. Aber das ist halt eben das, was ich nicht machen will. Ich will nicht täglich den Leuten dann doch noch dazu helfen, selbst wenn sie kein Fernsehen mehr gucken, dann aber diese Themen trotzdem zu konsumieren. Und dann hat man die im Kopf, ob man das will oder nicht. Und dann wird das Teil von der eigenen Welt. Und das ist halt das Schlimme, wenn man die ganze Zeit nur diese Medienthemen und dass man das konsumiert, dann verliert man tatsächlich den Blick dafür, dass es auch noch andere Welten gibt. Und das ist dramatisch, das ist sowas von einschränkend, dass man es nicht glauben mag, wenn man es nicht dann mal sieht, wenn man da mal rauskommt und dann mal sieht, was es sonst noch so alles gibt, was von den Medien überhaupt gar nicht behandelt wird, was aber eben auch Teil
der Realität ist auf diesem Planeten. Aber halt eben dann nicht in den Köpfen derer, die die ganze Zeit einfach nur meinen, Bildung bekäme man durchs Fernsehen oder durch Schule. Das ist dann halt eben auch. Ich schneide hier, sehe ich es gerade, dass das gerade angefangen ist. Ich habe da mal da noch das hier jetzt im Zeitraffer noch mal laufen lassen, einfach weil ich finde, dass das lustig aussieht. Ja, und es gibt nur noch ein bisschen 3 Minuten länger zu quatschen. Wenn ihr noch bis hier da seid, dann grüße ich euch recht herzlich nochmal. Danke für eure Ausdauer, danke für euer Interesse und danke fürs Einschalten und dabei sein und mit diesen Gedanken folgen. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr so zu diesen Sachen denkt. Aber ich finde das alles sehr bedenklich. Keine Ahnung. Also, wenn solche Leute was zu sagen haben und dann sowas von sich geben, da finde ich das sehr, sehr gefährlich. Wirklich gefährlich. Also, die Frau Baerbock war für mich ja immer schon irgendwie nicht wirklich ernst zu nehmen. Aber das Problem ist halt, jetzt ist die so eine Ministerin und hat dadurch leider was zu sagen. Und zwar all denen, die denen folgen, diesem Gruselkabinett da. Oder Witzfigurenkabinett, also was auch immer, es ist ein Kasperletheater und es einfach noch nicht checken, dass das ein Kasperletheater ist. Das halt aber eben dadurch, dass wir es, wenn wir es abkaufen, tatsächlich unsere Realität wird. Ja, das ist echt schwierig. Ja, hier kommen wir ans Ende dieses heutigen Videos. Könnt ihr nochmal gucken, wie der Weg aussieht, wenn ich ihn gerade frisch sauber gemacht habe. Es sind inzwischen schon wieder Blätter gefallen. Es wird nicht lange dauern, da werde ich den nochmal kehren dürfen. Oh, das kennen wir ja schon. So. Das ist mit Wegen so. Ja, muss man halt eben sauber halten. Ja, ich verabschiede mich. Wie üblich, tschüss mit F, bis bald, macht's gut und bis zum nächsten Mal.